Also es ist die Höchststrafe für Leute, die Vögel abgeschossen haben, um an die Federn oder Eier zu kommen. Ja? Also man darf keine Federn in der Natur sammeln. Das ist so. Alle Teile von geschützten Arten sind genauso geschützt wie der lebende Vogel. Nein, nein, Greg, weiß ist ein Mensch, aber Unwissenheit schützt vor Strafen. Wenn man das Straßenschild nicht gesehen hat, muss man ja auch zahlen, wenn man zu schnell fährt. Ne?